Sagt von mir schon, Martin Graf ist jetzt bei mir im Studio. Guten Abend, Herr Präsident. Guten Abend. Wenn Sie einen Charakter hätten, dann würden Sie zurücktreten, sagt Frau Mischer. Treten Sie zurück? Herr Wolf, vielleicht einleitend, nachdem ja bereits seit 3 Tagen Sie haben einen Vorsprung mir gegenüber, auch von Seiten des ORF und von den Medien, bereits ein Bashing betrieben wird, möchte ich 2 Sätze vorab wegschicken. Das eine ist, ich musste mich entbinden lassen von der Verschwiegenheitsverpflichtung. Es ist leider Gottes so gewesen, dass das Interview von einer Redakteurin von Ihnen angefragt wurde zum Thema Transparenzpaket und Parteienfinanzierung. Man hat sich dieses erschlichen und dann ist es um das konkrete Thema gegangen, wo ich, weil ich nicht entbunden war von der Verschwiegenheitspflicht, nicht Stellung nehmen konnte. Sie wurden seither ganz oft um Interviews angefragt. Ja, ich musste das ja abwarten. Hätte ich das vorher gewusst, hätte Ihre Journalistin die Schneid gehabt, hier die Wahrheit zu sagen, um was es geht, hätte ich mich vorher entbinden lassen können, dann wäre es zu diesem Bashing gar nicht gekommen. Und jetzt noch ein Satz zur Frau Mischer. Ja. Die Frau Mischer ist eine ältere Dame und im Gegensatz zu allen, die hier mitbeteiligt sind an der Kampagne und im Gegensatz zu allen, die meine politischen Mitbewerber sind und mich zum Rücktritt auffordern, kann ich Ihnen hier und eines sagen, liegt mir als einzigen offensichtlich die Frau Mischer am Herzen und ich habe sie immer noch gern. Und das unterscheidet mich von allen, die diese Kampagne betreiben. Und dann sind wir von dieser Ebene auf die zweite Ebene, wo es um Zahlen, Daten und Fakten geht. Und aber, da kann man sich unterhalten darüber. Eine Sekunde, Frau Mischer hat offenbar bei Sie nicht mehr gern und trotzdem noch mal die Frage, treten Sie aus Ihrer Stiftung zurück? Ich habe auch angeboten, auch schon bei dem anwaltlichen Gespräch mit Ihrem Rechtsvertreter, das wir geführt haben, wo wir ausgelotet haben, wie weitergehen, dann haben wir gesagt, es liegt nicht an mir, wir wollen das Beste für die Stiftung, das Allerbeste für die Frau Mischer, wir wollen ihren Lebensabend und das zukünftige Vermögen sichern. Und ich bin gerne bereit, wenn die Vorwürfe ausgeräumt sind, und da befinden wir uns gerade beim Ausräumen hier auch, wenn es dem Glück der gesamten Sache dient, auch zurückzutreten. Das ist immer außer Frage gestanden. Na, offenbar nicht, weil es gibt jetzt sogar ein gerichtliches Verfahren, ja, mit dem Frau Mischer Sie zwingen will, zurückzutreten, weil Sie nicht freiwillig zurückgetreten sind. Ich habe Ihnen auch etwas mitgebracht. Ja. Davon bin ich ausgegangen, aber ich habe auch ein bisschen was mit. Ja. Und ich wollte Sie ganz was Einfaches fragen. Das ist die Stiftungsurkunde dieser Stiftung. Die habe ich nicht nur selbst sehr aufmerksam gelesen, und ich möchte Sie ganz was Einfaches fragen. Würden Sie, wenn irgendjemand Ihrer Mutter diesen Vertrag vorlegen würde, würden Sie ihr raten, das zu unterschreiben? Herr Wolf, das ist leider das Problem, dass immer nur halb und unwahr recherchiert wird, auch von Seiten des ORF. Ich bin wirklich schon gar nicht mehr enttäuscht. Ich erwarte es vom ORF, dass er nicht wirklich recherchiert. Es gibt nicht eine Stiftungsurkunde, sondern es gibt 2 Stiftungsurkunden. Ja, die habe ich auch da. Die Ihnen bekanntlicher von. Die Stiftung hat vor ihrer Gründung einen 2-jährigen Vorlauf gehabt. Und das ist alles aktenkundig. Und jetzt sage ich Ihnen, Herr Dr. Sie weichen mir aus. Die Frage war ganz, ganz einfach. Würden Sie Ihrer Mutter oder jemand anderen, der Ihnen nahesteht, raten, dass wenn er ein kleines Vermögen hat, ja. Gut, jetzt haben wir diese Stiftungsurkunde mehreren Juristen heute gezeigt und die sagen alle übereinstimmend, so einen Vertrag würde man nie im Leben mit jemandem machen, den man gut beraten möchte. Ich habe die Kommentare der Stiftungsexperten, die Sie befragt haben, die sicher ausgewählt waren, gesehen. Das sind genau diese Experten, die auch die Finanzkrise nicht kommen sehen haben. Ich glaube, Sie und wissen gar nicht, mit wem ich gesprochen habe heute Nachmittag. Dr. Graf. Ich wäre sehr überrascht, wenn Sie das wüssten. Naja, da müssen Sie mir halt auch Namen nennen, aber das, was veröffentlicht wurde vom ORF, habe ich ja vernommen und alle sagen, sie würden um dieses Geld keine Stiftung gründen. Ich darf Ihnen nur eines sagen, die Stiftung hat ausreichend Vermögen, hat 15-fach überdotiert über die Mindestgröße, sie blüht, wächst und gedeiht. Und das ging es jetzt in meiner Frage aber überhaupt nicht. In meiner Frage ging es um den konkreten Vertrag. Schauen Sie, dieser Vertrag ist unabänderbar. Das ist kein Vertrag. Und unwieder, also diese Stiftungsurkunde, das ist ein Notariatsakt, den die Frau Mischer, und das ist nicht einer, sondern es gibt 2 dazu, gemacht hat. Und darüber hinaus hatte das Ganze einen Vorlauf. Ursprünglich war ich gar nicht vorgesehen in der Stiftung. Herr Dr. Graf, darf ich die Frage stellen? Sie haben 3 Tage lang Bashing betrieben. Ich weiß gar nicht, wie Sie darauf kommen. Die Geschichte war gestern Abend im Report und vorher kurz in der ZIP 1. Das war gestern Abend, Dr. Graf. 2 Tage lang dieses betrieben. Aber ich darf Ihnen noch, darf ich meine Frage stellen, ja, in Wörtsing, erster Dr. Graf. Diese Stiftungsurkunde ist unabänderbar und unwiderrufbar. Ja. Das müsste nicht so sein. Das könnte auch ganz anders sein. Dadurch, dass es so ist, hat Frau Mischer absolut keinen Zugriff mehr auf ihr Vermögen. Und dann gibt es da drin einen ganz interessanten Artikel 11. Und da steht drinnen, wer die Stiftung oder ihre Organe in irgendeiner Weise anficht,
kann vom Stiftungsvorstand, von Ihnen und Ihren Kollegen, vom begünstigten Kreis ausgeschlossen werden. Das heißt, im Extremfall könnten Sie Frau Mescher, die ja Ihre Handlungen anficht, jeglicher Rechte an Ihrer Stiftung entheben. Das sagen jetzt Juristen, das ist völlig unüblich und das ist ein Selbstentmündigungsdokument und ein Knebelvertrag. Warum macht man sowas? Das ist schon wieder ziemlich viel unrichtig. Erstens. Die Stiftungsurkunde ist ein Notariatsakt, der auf dem Willen der Frau Mescher basiert und der über viele Rechtsberatungen und auch Rechtsberatung vor dem Gericht nach 6 Monaten Überlegenszeit war sie ja vor Gericht geladen und hat dort ihren Willen erklärt. Das war ihr Wille. Punkt 1. Unwiderrufbar. Das hat sie so erklärt, das wollte sie so haben. Sie ist rechtsbelehrt worden, auch vom Gericht, von 2 Notaren, vom Gericht, vom Stiftungsvorstand und die Frau Mescher, tun sie nicht immer so, ist durchaus auch in der Lage, Zusammenhänge zu verstehen. Sie hat diese Stiftungsurkunde so haben wollen und diese Stiftungsurkunde ist am Ende auch, nämlich mit dem hehren Ziel und Zweck, den diese Stiftung verfolgt, nämlich zu Lebzeiten die Frau Mescher zu unterstützen und nach ihrem Ableben Grabpflege einen Tierschutzzweck zu verfolgen und als drittes noch einen wissenschaftlichen Zweck zu verfolgen. Das ist entscheidend für das jetzt andere. Jetzt fühlt sich aber die Frau Mescher nicht sehr unterstützt. Ja. Sie bekommt im Jahr von Ihnen 5.000 Euro. Das ist bei 1 Million Vermögen jetzt nicht wahnsinnig viel, oder? Das ist auch vollkommen unrecht. Schauen Sie, das war vor einem Jahr bei einer Gartenparty bei mir zu Hause mit der Frau Mescher. Da erkennen Sie die Frau Mescher neben allen meinen Familienmitgliedern. Und jetzt frage ich Sie, Herr Wolf, sieht so eine Dame 5,5 Jahre nach der Stiftungsgründung aus, als ob sie über den Tisch gezogen wäre? Frage ich Sie jetzt ganz ehrlich. Das Einzige, was mir unerklärlich ist, ist, was ist im letzten halben Jahr passiert, dass es zu einem Meinungsumschwung gekommen ist. Wer berät die Frau Mescher, die jetzt plötzlich anderer Meinung ist als 5,5 Jahre vorher, wo sie in Wirklichkeit ja auch immer involviert war in alle Transaktionen. Das sagt aber die Frau Mescher ganz anders. Ja. Die Frau Mescher ist zum Beispiel überhaupt nicht begeistert von diesem berühmten Hauskauf. Also jetzt sind ja alle Stiftungsvorstände FPÖ-Funktionäre. Der Notar, der diese Urkunde errichtet hat, ist ein FPÖ-Abgeordneter. Und Frau Mescher sagt, Sie haben all diese Leute ausgesucht. Sie kannte niemanden außer Ihnen. Und dann haben Sie vor einigen Jahren eben dieses mittlerweile berühmte Haus gekauft, in dem sich ausgerechnet das Wirtshaus Ihrer Familie befindet. Die Stiftung sollte im Jahre 2005 nach den Vorstellungen der Frau Mescher gegründet werden. Darüber gibt es ausreichend Aktenmaterial. Da waren 3 Stiftungsvorstände vorgesehen, da war ich keiner davon. Einer ist allerdings im Sommer 2005 verstorben und dann war die Frau Mescher auf der Suche nach einem dritten Stiftungsvorstand und sie hat mich gebeten, ich möge es doch bitte übernehmen. Ich habe das dann gemacht. Es hat dann weitere Beratungen gegeben und dann noch auch ein Jahr lang Prozess, nämlich einen Prozess der Stiftungswertung mit 2 Notariatsakten von 2 unterschiedlichen Notaren und mit einer gerichtlichen Aufklärung, dass aber es das ihr fester Wille ist. Okay, aber es sind trotzdem FPÖ-Funktionäre. Wir haben 3 Liegenschaften, die weniger ertragreich waren, in die Stiftung eingebracht bekommen. Das Vermögen gehört ja auch der Stiftung und nicht dem Martin Graf oder irgendjemand anderen. Wir haben eine davon verkauft und insgesamt 3 Liegenschaften, von denen allen die Frau Mescher immer informiert gewesen ist, erworben. Wir haben das Vermögen vermehrt. Ich muss auf die Zeit schauen. Trotzdem, und es ist eines dieser Häuser, in dem ist das Wirtshaus Ihrer Familie. Ja, schaut das elegant aus? Das ist eine besondere, günstige Gelegenheit gewesen. Wir haben in bester Lage in Döbling zu einem Quadratmeterpreis von unter 1500 Euro Wohnungseigentum an mehreren Objekten erworben. Für die Stiftung. Ertragsliegenschaften, die ausgezeichneten Ertrag erwirtschaften. Sie finden nicht, dass das seltsam ausschaut, dass das ausgerechnet das Wirtshaus Ihrer Familie ist, an dem Sie selber beteiligt sind? Eine günstige Gelegenheit beteiligt habe ich mich erst später. Wenn Sie die Urkunden, Firmenbuch und das alles ansehen, dann wissen Sie auch, dann können Sie sehr unschwer erkennen, dass ich mich später beteiligt habe. Das ist das Wirtshaus Ihrer Familie. Aber es ist ein Mietobjekt und es ist ja eine Wertanlage, die eine ordentliche Rendite. Oder wollen Sie mir empfehlen, dass wir um dieses Geld Eurobonds oder Griechenlandanleihen ankaufen? Ich möchte Ihnen gar nichts empfehlen, Herr Dr. Graf. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus, wie man Geld anlegt. Ja, aber ich wollte Sie noch, naja, weiß ich jetzt nicht Ihres. Dass Sie kein Verständnis dafür haben, aber, wie sowas funktioniert. Aber vielleicht können Sie mir erklären, warum in diesem Haus, Billrothstraße 19, auch die Adresse jenes Vereins ist, der Ihre Internetseite betreibt. Das stimmt ja so nicht. Darf ich Ihnen mal eines
Ergebnis auch zeigen. Ja. Das ist die Entwicklung der Vermögenslage der Stiftung seit 01.01.2010. Das ist ein offizieller Ausdruck aus dem Raiffeisen Elber. Wir sind bei Raiffeisen Private Banking sehr, sehr gut aufgehoben in der Vermögensverwaltung und wir haben den Ertrag sukzessive und den Bestand erweitert. Doch, gab, die Frau jetzt, diese Kurve sehen jetzt die Fernsehzuseher nicht gut. Die beginnt bei 1.165.000 und endet bei 1.195.000. Ja, das ist eine Steigerung von nicht mal annähernd 1%. Das stimmt ja so überhaupt gut, nicht. Herr Dr. Graf, also Sie können nicht einmal Prozent rechnen. Das ist Ihr großes Problem, das Sie haben. Herr Dr. Graf, und das ist das Problem des ORF Herr Dr. in der Objektivität. Die Frage war, warum ist an diesem Haus der Verein angemeldet oder hat es einen Sitz, der Ihre Internetseite betreibt? Es gibt eine GmbH, die ein Büro gemietet hat. Und das ist durchaus richtig. Mit ortsüblichen Mietzinsen sogar höheren, als wir uns erhofft haben, dass wir zu vermieten können. Und darüber hinaus wurde die Kaution erlegt. Der Mietzins wird bezahlt. Die Ertragslage der Stiftung hat sich verdreifacht aber seit Gründung. Sie da ständig mit sich selber Geschäfte machen oder mit Ihrem Umfeld, mit der Stiftung, ist es nicht uns komisch? Uns geht es primär darum, bestmögliche Geschäfte zu machen, damit am Ende die begünstigte Frau Mescher jedes Jahr mehr Geld bekommt. Und das ist nachweislich so. Wie viel bekommt sie da? Sie bekommt ca. 10.000 bis 12.000 Euro derzeit. Und bevor sie das Vermögen in die Stiftung eingebracht hat, hat sie ungefähr 10.000 erwirtschaftet vor Steuer. Und jetzt haben Sie gesagt 10.000 bis 12.000, also die dramatische Steigerung. Nur 3,5. Wir haben ja auch Auslagen, ist ja keine Frage. Es ist ja auch die Substanz erhalten. Und alles, was die Frau Mescher von uns in den letzten 6 Jahren wollte oder uns gesagt hat, haben wir erledigt. Wir zahlen alle Betriebskosten, die Haushaltsversicherung, Abwasser. Wir zahlen Rasenmäher, wenn sie einen kauft. Wir zahlen ihre Zahnprothesen, wenn sie sie braucht. Wir zahlen ihre Krankenhausaufenthalte. Wir zahlen ihr Cash, Bargeld. Und das Gericht weiß das. Es schauen sich habe. Das sind die Prüfberichte der letzten 5 Jahre und alle sind für in Ordnung befunden worden. Gut, den Prüfer haben auch Sie ausgesucht, wenn ich richtig informiert bin. Das ist auch unrichtig. Und es ist ein guter Bekannter von Ihnen. Sie wissen ganz genau, dass ein Prüfer nur auf Vorschlag der Stifterin, so steht es in der Urkunde, vom Gericht benannt wird. Und der Prüfer, der ist mir namentlich nicht einmal bekannt gewesen vorher. Sie duzen sich mit ihm? Nein. Herr Doktor, ich habe einen Mailwechsel zwischen Ihnen und dem Prüfer. Das ist ja nicht der Prüfer, das ist der Steuerberater. Sie sind ein Ahnungsloser, das ist das Problem. Nein, Herr Doktor, ich bin nicht ahnungslos. Der Steuerberater ist der eine und der Herr Magister Wurmitzer ist der Prüfer und das ist wer andere. Und der wurde vom Gericht bestellt. Sie sind aber schon in der gleichen Kanzlei, nämlich in BWK in Wien im 6. Bezirk. Die sitzt in Mauerbach. Herr Dr. Graf, das ist die Auskunft, die ich vom Anwalt der Stiftung bekommen habe, nur im Firmenbuch überprüft habe. Aber gut, letzte Frage noch. Im Firmenbuch schauen Sie sich das doch alles an. Das sind ja offene Bücher, die kann jeder, der mir ein bisschen Zeit investiert. Und den Magister Wurmitzer kenne ich nicht. Ist kein Parteifreund von mir, ist nicht einmal ein Bekannter von mir. Der Magister Wurmitzer hat seine Kanzlei gemeinsam mit dem Herrn Derntl, das ist ja wohl ein guter Bekannter von Ihnen, und dem Herrn Zacke, ein ehemaliger FPÖ-Wirtschaftsprüfer. Herr Graf, das alles interessiert aber unsere Zuseher ohnehin nicht so im Detail. Unterstellen, dass das Gericht jemanden bestellt hat, um die Frau Mescher über den Tisch zu ziehen. Herr Dr. Graf, das ist doch ein schwerer Vorwurf, Herr Dr. Graf, den Sie nicht mir, sondern dem Gericht machen. Ich mache gar keinen Vorwurf. Die Frau Mescher macht Ihnen den Vorwurf, dass Sie sie über den Tisch ziehen. Letzte Frage, es gibt die Aufforderung, Sie sollen als Nationalratspräsident zurücktreten. Sie haben gestern im Report gesagt, Politiker sollten auf jeden Fall Vorbilder sein. Finden Sie, dass Sie sich vorbildhaft für den Nationalratspräsidenten in der Sache verhalten haben? Die Rücktrittsaufforderungen sind so alt gegen mich wie die Politik, die Zeit, die ich in der Politik verbringe. Und Sie können mir eines glauben, mir liegt alleine nur das Wohl der Frau Mescher am Herzen und hier wird ein Vehikel konstruiert. Ihnen das nicht. Hier wird ein Vehikel durch neue Berater letztendlich, die Sie offensichtlich eine umgedreht haben oder was auch immer, liegt mir am Herzen. Ich mag die Frau Mescher immer noch und ich werde mit ihr ein Einvernehmen suchen. Und wenn es dienlich ist, werde ich, nachdem das Verfahren entschieden ist, wenn sie es will, auch zurücktreten. Ich habe da kein Problem. Vielen Dank für die Auskunft, für den Besuch im Studio. Danke.